Regel TV. Heute werde ich die Bürgermeisterkandidaten Frank Wassenberg und Stefan Blömer und die Bürgermeisterkandidatin Dr. Henrike Voth interviewen, die man am 6. März hier in Lohne zum neuen Bürgermeister oder zur neuen Bürgermeisterin wählen kann. So bekommen Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer einen kleinen Einblick in die Ziele und Vorhaben und auch in die Persönlichkeiten der Kandidierenden. Heute neben mir steht auch schon die erste Kandidatin, Dr. Henrike Voth. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor. Das mache ich sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie alle zusehen. Also, mein Name ist Henrike Voth. Ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet mit meinem Mann Sebastian Emke, der aus Lohne stammt, und habe zwei kleine Kinder. Wir wohnen in Lohne auf dem Vossberg. Ich habe nach dem Abitur Jura studiert in Münster, anschließend dort auch promoviert. Bin dann zum Referendariat nach Berlin gegangen, habe dort mein zweites Staatsexamen abgelegt und arbeite jetzt seit 2013 im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Bin dort inzwischen Regierungsdirektorin und aktuell in Elternzeit. Ich bin seit 20 Jahren Mitglied in der CDU und dort auch aktiv und deswegen kandidiere ich am 6. März für die CDU als Bürgermeisterin. Was machen Sie denn gerne in Ihrer Freizeit? Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie und guten Freunden. Ich spiele Klavier, mag Sachbücher und ich genieße es, mit meinem Sohn im Sand zu buddeln. Und wenn die Kinder abends im Bett sind und ich mal Freizeit habe, dann schaue ich mir auch gerne mal Serien auf Netflix an. Okay. Sind Sie denn ein Mensch, der eher auf das Bauchgefühl hört oder auf den Verstand? Ich würde sagen, ich bin schon jemand, der sehr rational denkt, der Entscheidungen sich gut überlegt und auch abwägt, bevor er eine Entscheidung trifft. Aber wichtige persönliche Entscheidungen, die habe ich in der Vergangenheit, glaube ich, immer eher aus dem Bauch heraus getroffen. Für welche Eigenschaften an Ihnen haben Sie schon am meisten Komplimente von anderen Leuten bekommen? Ja, würde ich sagen, für meine Überzeugungskraft, meine Lösungsorientiertheit und meinen Kampfgeist. Welche bekannte Persönlichkeit würden Sie denn, wenn Sie könnten, mal zum Essen einladen? Dann nehme ich Tim Mälzer, dann überlasse ich ihm das Kochen. Ja. Ich sorge für die Getränke und wir haben bestimmt einen lustigen Abend. Ja. Welche Orte in der Stadt Lohne gefallen Ihnen besonders gut? Das ist zum einen der Waldspielplatz. Da bin ich oft mit meiner Familie und meinen Kindern. Finde ich einen sehr tollen Spielplatz, den schönsten im Landkreis Vechta, sage ich ganz ehrlich. Die Wassermühle, dort habe ich meinen Mann geheiratet. Und als dritten Ort würde ich das Industriemuseum hier in Lohne nennen, weil man da eindrucksvoll die Erfolgsgeschichte Lohnes nachvollziehen kann. Was darf zu Hause in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen? Ich war mit 16 Jahren in den USA zum Schüleraustausch und seitdem kann ich nicht auf ein Glas Erdnussbutter im Kühlschrank verzichten. Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, viel Glück gehabt, habe eine gute Ausbildung genossen, habe einen tollen Mann geheiratet, habe zwei gesunde Kinder. Also soweit bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden, wie es ist. Aber natürlich, es gehört dazu, jeder Mensch hat auch Rückschläge erleiden müssen. Das ging auch mir das ein oder andere Mal so. Aber letzten Endes ist es ja wichtig, dass man auch nach Rückschlägen nach vorne blickt und daraus gestärkt hervorgeht. Ja. Wie sieht denn Ihr normaler, geregelter Tagesablauf aus? Nun ja, ich hatte ja eben gesagt, ich bin in Elternzeit aktuell, deswegen ist mein Tagesablauf insgesamt recht flexibel, wie ich ihn gestalten kann. Nichtsdestotrotz klingelt mein Wecker morgens um 5:45. Dann heißt es aufstehen, Kinder fertig machen, gemeinsames Frühstück mit der Familie, ich bringe meinen Sohn in die Kita. Meine Tochter geht auch nicht in die Kita, also nicht in der Betreuung, deswegen also kümmere ich mich dann um sie. Momentan zu Wahlkampfzeiten steht natürlich auch viel Organisatorisches auf dem Programm. Ich telefoniere viel, ich treffe viele Menschen, habe jetzt schon einige Vereine, Unternehmen, soziale Einrichtungen besucht, um eben auch einen Eindruck davon zu bekommen, was die Lohnerinnen und Lohner so bewegt. Das verteile ich relativ flexibel über den Tag. Ansonsten kümmere ich mich um meine Tochter, um meinen Sohn nachmittags aus der Kita ab. Und kann froh sein, dass ich meine Eltern und Schwiegereltern hier vor Ort habe, die mich da sehr gut unterstützen und sich auch um unsere Kinder kümmern, wenn ich dann mal Termine wahrnehme. Ich halte mir aber auch nachmittags immer dann, wenn mein Sohn aus der Kita kommt, ein paar Stunden frei, dass ich auf jeden Fall auch Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Haben Sie denn politische Vorbilder oder generell gibt es Personen, die Sie in Ihrem Berufsweg beeinflusst haben? Ich finde, politische Vorbilder ist immer so eine Frage, finde ich schwierig zu beantworten, aber
mich beeindruckt sehr Angela Merkel, sage ich ganz ehrlich, wie sie sich seit Anfang der 90er als Frau innerhalb der CDU durchgesetzt hat und auch dann anschließend in ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft verschiedenste Krisen oder herausfordernde Situationen gemeistert hat und Deutschland auch hindurchgeführt hat durch diese Krisen und sie dabei aber immer menschlich geblieben ist und sich selbst nicht so in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern vornehmlich ihren Dienst am Land, an Deutschland in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das bewundere ich sehr. Okay, also würden Sie sagen, ist Angela Merkel Ihr politisches Vorbild? Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, mein politisches Vorbild, aber so ihre Art und Weise, wie sie ihre Dienstgeschäfte geführt hat und wie sie als Mensch diesen Beruf Kanzlerin ausgeübt hat, finde ich schon beeindruckend. Mhm. Okay, Ihr Wahlkampfspruch ist ja frischer Wind für Lohne. Was bedeutet das denn genau? Also was wollen Sie damit aussagen? Ja, über den Wahlkampfspruch oder den Slogan haben uns natürlich viele Gedanken gemacht. Ich glaube, der trifft es am Ende ganz gut, weil ich komme mit einem Blick von außen hier in die Lohner Kommunalpolitik, bin hier eben nicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten verwandelt, wie viele andere. Deswegen habe ich, glaube ich, auch eine frische Perspektive, die ich hier auf die Politik bringe. Und ich hatte das auch schon mehrfach angekündigt in verschiedenen Vorstellungsrunden, dass ich so eine Art neuen Politikstil mitbringen möchte oder auf eine neue Art und Weise die Politik hier auch gestalten wollen würde, was vor allen Dingen auch heißt, dass ich immer ansprechbar bin für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle demokratischen Parteien und Fraktionen, egal ob im Stadtrat vertreten oder nicht, um für Lohne einfach die bestmöglichen Lösungen zu finden. Ja. Welche Qualitäten bringen Sie denn mit für die Führung der Stadt Lohne? Ich bin promovierte Volljuristin, verfüge über Verwaltungserfahrung von fast 10 Jahren im Bundesministerium des Innern und für Heimat in Berlin. Und damit bringe ich, glaube ich, schon das Handwerkszeug mit für das Bürgermeisteramt. Ich bin aber auch gleichzeitig Mutter von 2 kleinen Kindern und Ehefrau und stehe mitten im Leben. Also deswegen, glaube ich, weiß ich auch, was junge Familien in der heutigen Zeit so bewegt. Und da ich in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen bin, ich habe eine Oma, die wird jetzt nächste Woche oder übernächste Woche 99 Jahre alt, kann ich, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, was so die ältere Generation umtreibt und vor welchen Problemen die so stehen. Und außerdem höre ich gerne Menschen zu, treffe gerne Menschen, gehe auf Menschen zu und ja, ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, was ich damit bringe. Welche sind denn Ihrer Meinung nach die größten und dringlichsten Veränderungen, die Lohne nötig hat? Also aus vielen Gesprächen in den vergangenen Wochen werden 2 Punkte immer wieder genannt. Und das eine ist, dass wir wieder Gewerbeansiedlung ermöglichen müssen hier in Lohne. Der andere Punkt, den viele Mütter und Väter gleichermaßen äußern, ist, dass sie an sich gerne mehr Stunden arbeiten würden, das aber aufgrund des limitierten Kinderbetreuungsangebots hier in der Stadt aktuell so nicht können, wie sie es wohl wollten. Und ich glaube, da müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir die Kinderbetreuung bedarfsgerecht ausbauen. Ja. Das heißt nicht, dass jeder einen Ganztagsplatz in Anspruch nehmen muss, aber einfach, dass es nicht mehr nur diese strikte Trennung zwischen Vormittags- und Nachmittagsgruppen gibt, die einen Betreuungsumfang von irgendwie 4 Stunden am Tag oder sowas abdeckt. Haben Sie denn auch eine Herzensangelegenheit, die Ihrer Meinung nach sofort umgesetzt werden muss? Ich glaube, da gibt es ganz viel. Was mir vor allen Dingen am Herzen liegt, ist wirklich dieser neue Politikstil, den ich schon mal genannt hatte, den direkt einzuführen, auch von Anfang an für alle ansprechbar zu sein und gerne auch mit allen Themen zu diskutieren und auch ausführlich zu diskutieren. Eine kleine Sache, die ich auch schon mal genannt hatte, war, dass ich gerne den Senioren, die vielleicht in Pflegeeinrichtungen untergebracht sind, die Möglichkeit geben würde, dass die Verwaltung da an bestimmten Terminen auch mal in die Einrichtungen geht und dass sie da bestimmte Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können. Ich habe da schon auch mit Leuten aus Pflegeheimen gesprochen, die sagten, ja, bisher ist es so, wenn jemand seinen Personalausweis nicht verlängern kann, weil er einfach immobil ist, dann wird er halt nicht verlängert. Ne? Das ist die Frage, ob man das braucht, aber letztendlich, das sind vielleicht auch so kleine Dinge, die einfach zeigen, dass man die Leute ernst nimmt, dass man ihnen Respekt zollt und ja, das würde ich auch schnell angehen. Ja. Meiner Meinung nach müsste die Lohner Innenstadt dringend wiederbelebt werden. Wie planen Sie das denn umzusetzen? Wie wollen Sie das umsetzen? Die Innenstadt ist sicherlich momentan ein Problem und ich glaube, das ist auch ein Problem, was man nicht von heute auf morgen lösen kann. Aber ich glaube, es gibt schon ganz gute Ansätze jetzt. Das Restaurant Adriatic zieht jetzt ja ins Haus Uckmoor, die Eisdiele eröffnet eine Filiale da an der Marktstraße. Wenn dann das Nayet Markthus, wie es heißt, fertiggestellt wird und da die Firma Nihus einzieht und es soll ja, glaube ich, auch ein Friseur und ein Kosmetiksalon da rein.
das sind, glaube ich, schon gute Ansätze, die wir auch fördern müssen. Da gibt es ja das Gründerprogramm der Stadt Lohne, was da auch entsprechend in die Richtung geht. Das sollten wir, glaube ich, fortsetzen. Insgesamt, glaube ich, muss man Innenstadt heutzutage ein bisschen anders denken. Man kann nicht mehr nur auf Einzelhandel setzen, sondern muss eher auf so eine Art Branchenmix setzen, dass man auch zusieht, dass man vielleicht Ärzte in die Innenstadt bekommt, dass man Büroräume da ansiedelt, auch öffentliche Einrichtungen vielleicht in die Innenstadt holt. Einfach, dass man auf diese Art und Weise mehr Frequenz und mehr Laufkundschaft in die Innenstadt holt, sodass man da auf die Art und Weise dann auch wieder das attraktiv macht, für ja, Interessierte da sich niederzulassen und vielleicht auch da was anderes aufzubauen. Eine kleine Sache, die mir aus meinem Bürgercafé, ich sag nicht aufgetragen wurde, aber eine Anregung war, die mich selber sehr angesprochen hat, war, dass man wieder Sandkästen in der Innenstadt aufstellt, dass junge Familien da auch einfach einen Anlaufpunkt haben. Die Kinder können im Sand buddeln und wenn man noch Liegestühle dazu aufstellt, wie es ja auch schon mal war, können sich die Mütter oder Väter da hinsetzen, vielleicht einen Kaffee holen aus dem nächstgelegenen Café. Und ne, allein durch solche Dinge schafft man halt Aufenthaltsqualität und das würde ich gerne fördern wollen. Ja. Ich finde aber auch, dass Lohne außerhalb von Sportangeboten für uns Kinder und Jugendliche auch eher wenig Freizeitangebote hat. Möchten Sie da irgendwas für uns Kinder und Jugendliche konkret was in Zukunft ändern? Sehr gern, ja. Ich war letzte Woche, was glaube ich, auch schon beim Jugendtreff hier in Lohne, habe mich mit Paul Sandmann und Clemens Rottinghaus unterhalten, was aus deren Sicht auch so Punkte sind, wie der Jugendtreff vielleicht neu aufgestellt werden kann. Da ist ja auch ein Beteiligungsprozess jetzt gestartet worden, der dieses Jahr durchgeführt werden soll. Und da habe ich auch darauf hingewiesen, dass ich es für ganz wichtig halte, dass man da die Kinder und Jugendlichen auch einbezieht, dass man sie auch direkt fragt, was sie sich denn wünschen, was sie auch motivieren würde, in den Jugendtreff zu gehen, was sie anspricht. Einfach, das geht auch wieder in die Richtung, ne, Politikstil, was ich eben schon sagte, wir müssen einfach miteinander reden. Und ich meine, ich bin auch 38 Jahre, ich maße mir jetzt auch nicht an, dass ich genau weiß, was Kinder und Jugendliche heutzutage so bewegt und umtreibt und was sie sich wünscht. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir da auch die Bedarfsträger, wie es im Verwaltungsdeutschland heißen würde, aber die Nutzer selber auch fragen, was sie sich wünschen. Und ich glaube, wenn wir da ein gutes Bild haben, dann kann man da viele Dinge angehen. Mhm. Ja. Und jetzt sagen Sie doch einmal, warum sollten wir Lohnerinnen und Lohner genau Sie jetzt als neue Bürgermeisterin wählen? Ich glaube, ich kann Bürgermeisterin, ich möchte für Lohne kämpfen und ich glaube, es ist Zeit für eine Bürgermeisterin. Ja, okay, dann danke ich Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen ganz viel Glück bei der Wahl. Vielen Dank. Neben mir steht jetzt schon der nächste Kandidat, Frank Wassenberg. Sie können sich auch einmal gerne vorstellen. Ja, guten Tag. Ich bin Frank Waffenberg, ich bin 52 Jahre, bin Landwirtschaftsleiter in Krogelendorf und Unternehmer. Und soll ich auch noch was zu meinem Leben sagen? Ja, gerne. Ja, also ich bin in Kroge aufgewachsen und in Krogelendorf aufgewachsen und in Krogelendorf groß geworden. Und ich habe eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Habe jetzt die Schule besucht, Realschule, zweijährige Handelsschule, dann eine dreijährige Lehre, dann die Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirtschaftsleiter gemacht. Das kann man gleichsetzen mit dem Meister. Habe noch gleichzeitig Fachabitur gemacht. Studium habe ich dann nicht gemacht. Ja, dann habe ich geheiratet, bin 25 Jahre mit meiner Frau Doris Wassenberg verheiratet. Habe zwei Kinder, und, also Anne, meine Tochter ist 20 Jahre, die macht eine Ausbildung zu Polizeikommissar, die hat mein Bruder Studium, Bruder ist Krieg, böse Ärger. Und mein Sohn ist gelernter Bau- und Landmaschinenmechatroniker und hat letztes Jahr seine Meisterprüfung gemacht, arbeitet bei der Firma Roping. Und was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ja, also in der Freizeit mache ich eigentlich grundsätzlich alles, was mit Geselligkeit zu tun hat. Darum ist mir, also hatte ich so gerade in der Pandemie mit Corona, hatte ich so meine Schwierigkeiten, da war ja nicht viel los. Ja, ich sag mal, grundsätzlich bin ich sehr gerne auf dem Sportplatz und in der Geselligkeit und auch gerne auf dem Stammtisch und in unserer Stammkneipe beim Werner Knollenbeck in Kroge. Ja, wenn es denn im Urlaub geht, dann fahre ich natürlich gerne auf dem Kreuzfahrtschiff. Das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, das ist schon öfter mal gesagt worden.
Ja, und irgendwo immer, wo was los ist, da lasse ich auch schon mal gerne die Sau aus, wenn die Möglichkeit besteht. Okay, sind Sie eher Menschen eher auf das Bauchgefühl oder auf den Verstand? Ganz klar den Verstand. Auch wenn der Bauch manchmal sehr grummelt, kriegen Sie mit einem klaren Verstand meistens die Kuh vom Eis. Nicht immer, aber ganz klar Verstand. Ja. Für welche Eigenschaften an Ihnen haben Sie schon am meisten Komplimente bekommen? Am meisten Komplimente. Komplimente habe ich das früher schon oft bekommen, dass ich eigentlich sehr zuverlässig bin. Und ein Kompliment habe ich letztes Jahr noch vom Sportverein. Man kann ihm alles nachsagen, auch bei Streitigkeiten, aber er ist nicht nachtragend. Und mein langjähriger Angestellter oder Mitarbeiter Bernd Uwe Krogmann hat schon oft gesagt, bei Frank Wassenberg gibt es, geht nicht, gibt's nicht. Das kennt er nicht. Er sucht immer nach Lösungen, ganz egal wo. Und in der Regel finden wir auch eine. Ja. Welche bekannte Persönlichkeit würden Sie ganz gerne zum Essen einladen? Ja, also das steht für mich eigentlich ganz klar fest. Ich habe mich ja bei OM Online mal ganz klar positioniert gegen die Grünen und habe dann aber auch gesagt, dass ich ganz gerne zum Essen mal einen, den nächsten Landwirtschaftsminister einladen würde. Und jetzt ist es ja so gekommen, wir haben einen Landwirtschaftsminister von den Grünen. Ist allerdings ein Realo, das was ich jetzt als sehr positiv sehe. Und zwar, ich würde Cem Özdemir einladen. Und zwar würde ich ihn einladen in Lohne, in unsere Fußgängerzone. Mal sehen, ob sich da in der Zwischenzeit noch was tut. Und dann würde ich mit ihm im Adriatik essen gehen. Und dann würde ich ihn fragen, wie er sich denn das hier in Südoldenburg vorstellt mit der Veredelung. Viele Betriebe werden so wegbrechen, wenn das umgesetzt wird, was er so vorhat. Und dass wir uns in Lohne nicht die Füße weghauen lassen, weil es im Vor- und nachgelagerten Bereich große Probleme geben würde, wenn, weil die Bedeutung der Landwirtschaft hier doch größer ist, wie einige sich eingestehen. Mhm, ja. Welche Orte in der Stadt Lohne gefallen Ihnen persönlich besonders gut? Ja, sehr gut gefallen mir grundsätzlich unsere ganzen Sportstätten und gerade die Fußballvereine. Und da liegt die, also liegt die Latte im Bundesvergleich schon über 100%. Ja, ja, ganz besonders habe ich auch eben schon gesagt, gefällt mir natürlich auch mein Heimatort und da der Sportplatz und auch die Gaststätte. Und wir haben natürlich noch sehr schöne Orte auch außerhalb, zum Beispiel in Märchendorf, den Hof Sägewisch. Das ist schon eine Augenweide. Ja. Und ja, ich wünsche mir, dass wir als nächstes einen Ort haben, in den ich sehr gerne gehe, weil ich sehr gerne schwimme. Und ich wünsche mir, dass wir in 2 Jahren ein Spaßbad hier haben und dass das der attraktivste Ort von Lohne wird. Mhm. Was darf zu Hause bei Ihnen im Kühlschrank nicht fehlen? Ja. Bei mir im Kühlschrank eine große Mettwurst, wo man mal daumenbreit vorherschneiden kann mit dem Messer, weil in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Okay. Bereuen Sie etwas in Ihrem Leben? Also die Jugendsünden mal ausgelassen und ich sag mal jetzt so, Jugend geht bei mir bis 25. Da sind mit Sicherheit einige Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Aber sonst, wenn ich mal so rückblickend gucke und schaue, gibt es eigentlich nichts, was ich auslassen möchte. Nicht mal die Fehler. Weil die Fehler machen aus uns das, was wir sind. Und wenn ich einige Fehler im Leben nicht gemacht hätte, stände ich heute nicht hier. Ja. Wie sieht denn Ihr normaler Tagesablauf aus? Mein normaler Tagesablauf, normal stehe ich so gegen 6 Uhr auf, hole dann bei unserer Bäckerei Overmeyer und Kuchen Ehrendorf die Brötchen. Dann wird mit meiner Frau und meinem Sohn gefrühstückt, der fährt dann in der Regel um 7 Uhr weg. Dann ab kurz vor 8 geht die Telefoniererei los. Um 8 Uhr gehe ich in der Regel raus und versorge das Vieh, tägliche Arbeiten, Schweinefüttern, Bullenfüttern. Ja, in der Regel treffe ich dann auch meinen Lehrling
Immer ist er nicht pünktlich, aber er arbeitet dran. Und wenn es gut läuft, brauche ich ihn nicht einladen. Und dann verteile ich so meine Arbeit an ihn. Und ja, dann ist natürlich zur Jahreszeit entsprechend, einmal sind wir auf dem Acker und ackern und sehen Mais, andere Mal sind wir in der Ernte, wir dreschen ja auch noch selber. Ja, dann stehen in der Regel jeden Tag so zwei OKFs an und das kann auch manchmal etwas länger dauern, wenn man jemanden trifft. Und dann ist abends wieder tägliche Arbeit angesagt und in der Regel ist um 18 Uhr Feierabend. Haben Sie politische Vorbilder oder gibt es Personen, die Ihren Berufsweg entscheidend beeinflusst haben? Ja, ich kann Ihnen sagen, vor 25 Jahren habe ich schon mal sehr viel Politik gemacht. Als ich 23 Jahre war und selber fertig war mit der Ausbildung und wollte durchstarten auf dem elterlichen Betrieb, kam die Schweinepest. Wir waren selber, hatten kein Schwein auf dem Hof. Wir lagen eigentlich vor den Trümmern unserer Existenz, so ähnlich wie es heute ist und wie es uns jetzt geht mit der Schweinepest und mit Corona. Und sie kommen aus der Schule und wollen eigentlich durchstarten und wollen die Welt erobern. Und dann passiert sowas. Wir wussten nicht mehr, was wir machen wollen. Und diese Zeit hat mich natürlich geprägt und hat mich auch vorsichtig werden lassen, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte. Und in dieser Zeit habe ich zwei Menschen kennengelernt, die ich heute noch sehr schätze, obwohl sie auch in Damme sehr umstritten sind. Das ist einmal Franz Meyer-Holzgrebe. Der hatte einen Schlaganfall, den habe ich letzte Woche besucht, der ist 89 Jahre, mit dem habe ich gesprochen über die Vergangenheit. Da bin ich auch hingefahren, weil ich natürlich auch noch ein bisschen Mut brauchte und jemand, der mich bestärkte. Und einen grad ignorierenden Menschen habe ich im Leben selten kennengelernt. Der zweite ist Heinrich Wehming, über den vor 25 Jahren viel Schlechtes geredet wurde. Und Frank, du bist jung, häng dich nicht an diese Leute. Aber einen korrekteren Menschen wie Heinrich Wehming und Franz Meyer-Holzgrebe sind mir nicht unter die Augen gekommen, wenn ich die Familie mal auslasse. Das sind keine großen politischen Schwergewichte, aber denen verdanke ich durchaus einen Teil meiner politischen Meinung. Okay. Ihr Wahlkampfspruch lautet ja mit Leidenschaft, Kompetenz und Innovation. Was bedeutet das denn genau? Ja, das kann ich Ihnen ziemlich genau erklären. Wenn Sie, einige sagen, auch manchmal spinnerte Dinge im Kopf haben, wie eine Wasserrutsche oder einen Triathlon, dann können Sie das nur machen, wenn Sie da leidenschaftlich hinterstehen. Weil zu beiden Dingen brauchen Sie Gefolgschaft, das Dorf, die Landjugend. Beim Triathlon haben wir es geschafft, drei Vereine zusammenzukriegen. Und ich hatte sehr große Bedenken und ich kann Ihnen sagen, beim ersten Mal wäre es dann fast in die Hose gegangen, weil wir nicht genug Mitstreiter hatten. Und als wir dann als es dann darum ging, dass wir die Helfer eingeteilt haben, hatten wir eine Veranstaltung, die Einweisung der Helfer. Und dann kamen von den drei Vereinen 70 Leute. Da war ich platt. Da konnte sogar ein Frank Wassenberg fast nichts mehr sagen, weil das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte vielleicht 15 erwartet, dass am Wochenende 60 kommen, aber das zur Vorbereitung abends 60, 70 Leute, das war damals auch in der Sportklause, da war der Kräumchen noch nicht da, dass die da gesessen haben. Also das war schon der Hammer. Ja, und Kompetenz. Ich habe ja mal zusammen mit einer holländischen Firma eine Gesetzesverordnung in Hannover ändern lassen. Und zwar hatte ich als Unternehmer eine Maschineninvestition getätigt über 250.000 Euro. Das war schon eine Hausnummer, so groß habe ich es vorher eigentlich noch nie gemacht in einem Schlag. Da haben wir uns damals, ja, für die das nicht kennen, ist das ein bisschen schwierig, die Landwirte wissen das, habe ich da ein Gestänge gekauft zur Gülleeinarbeitung. So, dieses sollte dann gefördert werden pro Hektar so und so viel.
dann hat man dieses Gestänge aus der Förderung gestrichen, obwohl ich der Meinung war, dass es das Beste war, was am Markt ist. Habe ich 48 Stunden lang das Telefon in der Hand genommen, bis ich den Staatssekretär in Hannover dran hatte. Dann haben wir innerhalb von 4 Wochen sämtliche Presse auf den Hof geholt, haben bei uns verschiedene Geräte getestet, mit Presse, mit Staatssekretär, da hat er uns 2 Leute geschickt. Wir haben selber, es ging damals auf Schar oder Scheibe, haben selber eine Scheibe entwickelt, mit Maschinenbauunternehmen rund um die Tür. Und quasi nach 4 Wochen und nach den Berichten, alle haben mich für verrückt erklärt, die Chance, dass wir das umstoßen könnten, liegt bei 1% oder 1 Promille. Rief mich der Holländer morgens um 6 an und hat mich auf dem Bett geklingelt, die haben heute Nacht die Gesetzesvorlage geändert. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Da standen wir natürlich ganz oben auf und das haben wir nur durch Kompetenz erreicht. Das hätte ich nicht. Man sagt ja auch, der bewirbt sich als Bürgermeister, der kann ja nur Spaß, aber kann auch Politik. Und wenn Sie so einen Erfolg vorweisen können, ich denke, dann sagt das was über Sie aus. Welche Qualitäten bringen Sie denn mit, um die Stadt Lübe zu führen? Ja, ich bin seit 34 Jahren selbstständiger Unternehmer und bin Ausbildungsbetrieb. Und habe auch schon einige Haushaltskräfte und in der Ernte schon bis 8 bis 9 Leute beschäftigt. Und ich sag mal, in der Politik ist es oft so, dass sie sich vergleichen müssen. Und mit Kompromissen ist es immer so, wenn alle beleidigt nach Hause gehen, was eigentlich der beste Kompromiss. Man hat mir früher mal nachgesagt, Frank Wassenberg ist nicht kompromissfähig. Das kann ich so nicht unterstreichen, weil ich bin seit 34 Jahren selbstständig und habe seit 34 Jahren keinen Rechtsanwalt gebraucht. Das bedingt natürlich, dass sie in der Lage sind, sich zu einigen. So, und da gibt es so einen alten Viehhändlerspruch, führst einen Prozess für eine Kuh, kostet es eine zweite dazu und der schlechteste Vergleich ist besser wie der dickste Prozess. Aber da gibt es auch noch einen anderen Spruch und der hat was mit Standfestigkeit zu tun. Wenn du die verholst wie ein Pannkauken, immer so aufpasst, dass du nicht verspeist wirst. Das heißt im Prinzip so viel, wenn ich in eine Verhandlung gehe, dann kann ich ja ruhig lange standfest sein, aber bevor ich vor Gericht ziehe, kann ich mich besser einigen. Und so habe ich das auch immer gehandhabt. Welche sind denn Ihrer Meinung nach die größten und dringlichsten Veränderungen, die hier für Lohe nötig sind? Oh, ich sag mal, das kann man in einem Satz fast gar nicht sagen. Und da würde ich mal sagen, Innenstadt, Familienmarkt, Schwimmbad und Bahn. Solange wir das Verkehrsproblem mit der Bahn nicht gelöst haben und das Verkehrschaos um 16:30 Keetstraße, Barkumer Straße, Fechterer Straße, Dinklager Straße nicht gelöst ist, brauchen wir uns über einen 4. Verbrauchermarkt in der Innenstadt nicht unterhalten. An einer Seite macht die Bahn uns die Schwierigkeiten und an der anderen Seite beruhigen wir die Stadt mit breiten Fuß, was auch mit Sicherheit richtig ist, Lindenstraße, Bringstraße. Die Kruge Ehrendorfer fahren nicht nach Lohne zum Einkaufen, sondern sie fahren nach Diepholz und nach Steinfeld. Jetzt zu der Bahn. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo es noch die Deutsche Bahn war und wo die Bahn nur 2-mal am Tag gefahren ist. Jetzt fährt sie 1-mal die Stunde und man überlegt, den Takt auf 1/2 Stunde runterzusetzen. Natürlich kann man rein theoretisch die Bahn in Mühlen unterführen und sie kommt in Fechter wieder raus. Aber das wird uns wohl kaum gelingen. Aber wir haben die Fechteraner damals darüber belächelt, dass sie die Bahnunterführung gemacht haben. Wir haben vielleicht mal drüber geredet, aber es hat keiner angefasst. Ich bin auch ehrlich, das wird nicht einfach sein. Wenn Sie als Kommune die Bahn als Hoheitsrecht an die Bahn schienen wollen, dann ist das nicht so einfach. Das ist ungefähr so, als wenn Frank Wassenberg mit Lutz Neubauer und mit Meyer Holzgrewe und mit Heinrich Wehming und mit Carla Bröhring zusammen am Tisch sitzt und Karten spielt,
und über die Zukunft verlorene Philosophien und die sich sofort einig werden. Das ist mit Sicherheit möglich, aber das ist nicht so schwer. Aber das ist ziemlich schwer. Ja. Aber trotzdem, dieses Problem müssen wir unbedingt angehen. Und das mag auch wohl fürchterlich teuer werden. Aber das ist sehr, sehr dringlich. Wenn wir diese Bahn nicht unter die Erde bekommen, und das werden wir die nächsten 2 Jahre nicht bekommen, aber ein Investor möchte einen Familienpark bauen und die Stadt möchte ein Spaßbad hoffentlich bauen, dann sollten wir es vielleicht umkehren, dass wir das Schwimmbad in die Stadt bauen und damit die Innenstadt beleben mit einer Erlebnisgastronomie und den Familienmarkt, obwohl der Hannes seine Fläche, neben dem Luneum. Haben Sie denn eine Herzensangelegenheit, die sofort umgesetzt werden soll, oder ist das für Sie das Schwimmbad? Ja, das Schwimmbad wäre schon eine Nummer, aber im Moment wird ja auch viel über Sport und über Fußball geredet. Eine Herzensangelegenheit, die ich leider nicht in der Hand habe, wäre für mich und die wir hier in Lohne auch nicht in der Hand haben, dass vor allen Dingen für unsere Kinder und unsere Jugendlichen diese Corona-Beschränkungen aufgehoben werden können. Wir haben alles getan, wir sind 3-mal geimpft, wir reden über die 4. Impfung. Ich habe vielleicht die Hoffnung, wenn die Welle bricht, vielleicht Mitte Februar, dass wir Anfang März wieder uns frei bewegen können und ohne Masken zur Schule gehen können und in den Kindergarten. Wir haben ja heute eine Corona-Generation, gerade ihr Alter zwischen 16 und 18, die haben nie eine Abiturfahrt erlebt, die haben ihre letzte Klassenfahrt nicht erlebt. Und da tut mir schon wirklich leid, das können sie nie nachholen, auch wenn man es gerne möchte. Und in einer Drangphase von 16 bis 20, da möchte man sich als junger Mensch austoben. Und da wird einem das auch verziehen. Und wenn sie das mit 16 bis 20 nicht können, dann möchten sie das im Alter nachholen. Und das kommt meistens nicht gut an. Also, jetzt ein wenig wilde Sau. Die können ja nicht alle wie der Waffenberg mit 52 immer noch über die Stränge schlagen. Okay. Also meiner Meinung nach muss die Lohne Innenstadt dringend wiederbelebt werden. Wie planen Sie das denn durchzusetzen? Ja, ich habe ja eben schon über die Lohne Innenstadt ein kleines bisschen gesagt, dass man Leute, meine Meinung ist, man sollte es erstmal mit Gastronomie versuchen. Wir können Amazon nicht abstellen. Und diese Innenstadtproblematik gibt es ja nicht nur in Lohne. Andersrum sage ich auch, wir sollten dem, was im Moment von Stadtrat versucht wird, die Innenstadt zu beleben mit neuen kleinen Geschäften und dem neuen Geschäft News, auch eine Chance geben. Weil wenn wir nachher Erlebnisgastronomie bekommen und vielleicht eine Eisdiele, die ich letzte Woche Donnerstag vorgeschlagen habe, dem OM-Filmteam vom Brunnen, das war Samstag schon umgesetzt von der Politik, also da muss ich sagen, wirklich Chapeau. Meiner Meinung nach brauchen wir auch zusätzlich noch eine Diskothek und interessante Kneipen. Aber wenn Sie jetzt an Leute gehen und Sie fragen, Mütter mit kleinen Kindern, die haben natürlich einen ganz anderen Bedarf, als wenn Sie Jugendliche fragen zwischen 12 und 16, die nicht aus Lohne raus können. Und wenn Sie heute 18-Jährige fragen, die sagen, ich setze mich ins Auto und fahre weg. Aber wir haben für Jugendliche im Moment nur eine Gaststätte, das ist das Volldampf und das Pillow. Die sind so weit auseinander, dass man sich nachts nicht alleine durch die Stadt traut. Das ist eigentlich traurig, aber die sind im Moment beide geschlossen. So, dann wären wir wieder bei Corona. Ja. Ich finde aber auch, dass Lohne außerhalb von so sportlichen Angeboten nur sehr wenig für uns Jugendliche und Kinder so zu bieten hat. Was möchten Sie denn dann in Zukunft konkret für uns jungen Leute ändern? Ja, dazu habe ich meine Kinder gefragt, aber die sind ja auch nicht mehr jugendlich. Und dann bin ich in der Nachbarschaft gefahren und dann habe ich einen 14-jährigen Jungen gefragt.
Und als er mir dann erzählte, was er wollte, war ich sehr verdutzt. Dann habe ich gesagt, Mathis, was möchtest du gerne geändert haben, wenn du es jetzt sagen kannst? Hier sitzt der zukünftige Bürgermeister, das setzt der um. Und wissen Sie, was er mir gesagt hat? Die Kober Turnhalle sanieren. Da war ich doch sehr erstaunt und ich sage, ist das denn so schlimm? Ich bin die letzten Jahre nicht mehr drin gewesen, ich war damals Trainer. Und dann habe ich gestern Abend so den Vorschlag gemacht, wir möchten ja 10 Millionen in den Sportverein Blau-Weiß-Lohne stecken und da habe ich auch so gesagt, jeder Cent, der in den Breitensport geht, ist super investiert. Vielleicht tut es aber auch 8 Millionen, das sind 1 Million SV Kobe Herndorf geben, dass es verwaltet wird und 1 Million Grünweiß-Brockdorf, dass die ihre Turnhallen nicht sanieren müssen, sondern eine neue bekommen. Das nächste ist, ich bin leider kein Kind und es kam ein Vorschlag von der UBG, ein Kinderparlament einzurichten, ein Kinder- und Jugendparlament. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es gestalten könnte, aber diesen Vorschlag würde ich sehr gerne aufgreifen, wenn ich Bürgermeister werde und dieses Kinderparlament in kürzester Zeit einrichten, dann könnten wir die dazu befragen, was sie haben möchten, die es angeht. Weil wenn ich sage, was einen als 52-Jähriger, was einen 11-Jährigen interessiert, ja, ich habe damals mit anderen Lego-Steinen gespielt, wie die heute, und heute gibt es Internet und das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Ja, dann fassen Sie doch nochmal einmal ganz kurz zusammen, warum wir Lohnerinnen und Lohner jetzt genau Sie als den Bürgermeister wählen sollen. Ja, ich habe ja gestern schon gesagt, wir haben hier drei Kandidaten. Einmal einen hervorragend ausgebildeten Rechtsanwalt, Stefan Böhmer, der ja schon seit Jahren im Rat war in Lohne und auch in Vechta im Kreistag und natürlich politischen Dunst durchaus schon mitgekriegt hat und mit Sicherheit auch mit Erfahrenheit allein wegen seines Alters glänzen kann, der sich allerdings von einer sehr breiten Basis vertreten lässt. Da wird es sehr schwierig, also dass man die zusammen unter einen Hut kriegt. Dann haben wir ja eine sehr junge, wohl von uns am besten ausgebildete Frau, die gebürtig aus dem Lager stammt und die natürlich Großstadt-Flair von Berlin mitbringt. Und die Chance hat, die erste Bürgermeisterin zu werden. Und dann hat man ja meine Wenigkeit. Und meine Wenigkeit kann natürlich trumpfen, dass sie dafür bekannt ist, dass sie das, an was sie glaubt, durchsetzt. Und dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Und mit Leidenschaft und Innovation und mit Kompetenz glänzen möchte. Und in Kroge ist es bekannt, ein Frank Wassenberg kann was bewegen. Entschuldigung, Kroge Erndorf. Ein Frank Wassenberg aus Kroge Erndorf kann was bewegen. Das habe ich die letzte Zeit öfter gehört. Und wenn er das für seine Bauernschaft Kroge Erndorf kann, oder sein Dorf Kroge Erndorf, warum sollte er dieses nicht für die Stadt lohnen können? Dann danke ich Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen viel Glück bei der anstehenden Wahl. Dankeschön. Neben mir steht jetzt Stefan Böhmer, der dritte und letzte Kandidat. Stellen Sie sich doch bitte einmal nochmal vor. Ich bin Stefan Böhmer, ich bin 61 Jahre alt, seit über 30 Jahren glücklich mit meiner Frau Claudia verheiratet. Wir haben zwei Kinder zusammen, unsere Julia, die ist 27 Jahre alt und unseren Christian, der ist 25 Jahre alt. Mein Sohn Christian ist Polizist und meine Tochter Julia ist Grafikdesignerin
Und ich lebe ungefähr, ich kann es eigentlich nicht so genau sagen, weil ich da noch so klein war. Ich sage meiner aber seit meinem vierten Lebensjahr in Lohne. Ich bin in Kloppenburg geboren, aber fühle mich als Lohner. Und mein Herz hängt einfach an Lohne, das muss ich ganz deutlich sagen. Ja. Was machen Sie denn gerne in Ihrer Freizeit? Ja, in meiner Freizeit, ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Gärtner, kann man sagen. Also wir haben einen ziemlich großen Garten und wenn es meine Freizeit erlaubt, dann bin ich immer zum Leidwesen meiner Frau immer im Garten, weil da so viel zu tun ist. Aber wir haben jetzt vor kurzem das Fahrradfahren erfunden, kann man bald sagen. Wir haben uns Räder gekauft und machen jetzt große Radtouren, sind unter anderem jetzt schon in Holland gewesen und sind in Hamburg gewesen und erkunden dort die Städte mit oder die Orte mit den Fahrrädern. Sind Sie persönlich denn ein Mensch, der eher auf das Bauchgefühl hört oder auf den Verstand? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Jurist bin und Rechtsanwalt. Und wenn man in diesem Beruf tätig ist, ist man natürlich vom Verstand geprägt und weil man alles hinterfragt und auch natürlich alles zu prüfen hat. Und das folgt natürlich mehr dem Verstand, das muss man ganz deutlich so sagen. Aber ich kann sagen, wenn es so um private Dinge geht, neue Leute kennenzulernen oder auch mit Leuten zu sprechen, da lasse ich mich also sehr schnell von meinem Bauchgefühl leiten. Und wenn mir jemand sympathisch ist, dann kann ich oder kann er oder sie schnell Freund oder Freundin mit mir werden. Für welche Eigenschaften an Ihnen haben Sie am meisten Komplimente schon bekommen? Also ich war im Schützenjahr 2013, 2014 war ich Mitglied des Lohner Schützenthrones und da hat man mir nachgesagt, dass ich ganz gut Party machen kann. Und das kann ich, wenn man zusammen Spaß hat und das gehört auch zum Leben, man muss zusammen Spaß haben und das hat man mir bislang nachgesagt, aber ansonsten habe ich von vielen schon gehört, dass ich eben sehr offen bin. Also ich verschließe mich niemandem, ich höre mir Themen an, die mich also nicht nur interessieren, sondern die einem nahegebracht werden. Das bedingt allein schon der Beruf, nicht? Man muss sich mit allen Dingen auseinandersetzen, auch mit schwierigen Themen teilweise. Und das ist also eine Sache, die mir liegt und ich begegne jedem Menschen offen und versuche letzten Endes auch, ihm die Offenheit entgegenzubringen und bislang hat das immer super geklappt und wie gesagt, ich bin eigentlich sehr offen gegenüber jedermann oder jeder Frau, muss es heute heißen. Welche bekannte Persönlichkeit würden Sie, wenn Sie könnten, gerne mal zum Essen einladen? Ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, was ich da sagen sollte. Ich bin von Kindesbeinen auf in der katholischen Kirche gewesen und ich würde den Papst gerne mal fragen und einladen zum Essen und würde mich gerne einmal über diese Dinge unterhalten, die jetzt in der katholischen Kirche so passieren. Und das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht unbedingt weiter vertiefen, aber ich hätte ganz gerne mal seine persönliche Meinung einmal dazu gehört, was er dazu denkt und was er dazu, wenn er unter vier Augen mit mir wäre, dann dazu sagen würde. Welche Orte gefallen Ihnen denn in der Stadt Lohne am besten? Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich gerne im Garten bin. Natürlich gefällt mir mein Garten am besten, das ist überhaupt keine Frage. Das ist eine schöne Sache, weil man dort die Entspannung findet und da kann ich im Grunde mich meinen Gedanken hingeben, sage ich jetzt mal, und kann auch den Alltag vergessen. Ansonsten kann ich für Lohne sagen, gibt es viele Orte, an denen man sagen kann, wir haben die Möglichkeit, nach oben zu gehen. Mhm. Also das ist ein Naherholungsgebiet, was für jedermann erreichbar ist. Wir haben die Aussicht, den Aussichtsturm und das Freibad nicht zu vergessen. Das sind Dinge, die sicherlich attraktiv für Lohne sind. Und wie gesagt, das ist schon eine Sache, die sich auch sehenswert ist letztendlich für Lohne und der sich in Lohne erholen möchte. Ja. Was darf zu Hause bei Ihnen im Kühlschrank denn niemals fehlen? Die Frage ist gut. Also was niemals fehlen darf, ist Cola. Ja? Also ich bin ein leidenschaftlicher Cola-Trinker und meine Kollegen, die im Büro in Lohne mit mir tätig sind, die ziehen mich immer schon damit auf und sagen, ich sollte doch mal was anderes trinken. Wasser wäre vielleicht ein bisschen besser. Aber ich bin, wie gesagt, leidenschaftlicher Cola-Trinker und deswegen muss Cola eigentlich immer da sein.
Gibt es etwas, was Sie in Ihrem Leben bereuen? Nein, es gibt wirklich nichts, was ich in meinem Leben bereue. Ich habe den Beruf ergriffen, den ich wollte, und bin Rechtsanwalt geworden und setze mich mit Menschen auseinander. Ich kann Menschen helfen, und das ist eine Sache, die ich nicht bereut habe. Das kann ich nicht sagen. Also es war wirklich eine gute Entscheidung, und im Ergebnis kann ich wirklich nicht sagen, dass ich irgendetwas in meinem Leben bereue. Ja, das ist doch gut. Was ich noch sagen wollte, das ist noch eine Sache. Ich war auch immer der Auffassung, nicht der Auffassung, sondern ich wollte immer auch nach Lohne zurück. Nicht? Also ich wollte niemals, ich habe zwar studiert in Würzburg und in Münster und habe dort also auch dann lange Zeit gelebt, aber mein Ziel war es immer wieder nach Lohne zurückzukommen. Ja. Und das hat geklappt und es ist alles wunderbar. Okay. Wie sieht denn Ihr normaler Tagesablauf aus? Ja, wie sieht der normale Tagesablauf aus? Es ist so, dass ich im Ergebnis morgens aufstehe natürlich, ja, und frühstücke dann gemeinsam mit meiner Frau. Und beim Frühstück lesen wir gemeinsam die Zeitung und unterhalten uns über die Dinge des täglichen Lebens, die in Lohne passiert sind, ja, und die Berichte natürlich, die in der OV immer über Lohne stehen. Bezeichnet es wie viele andere, dass wir immer die Zeitung von hinten anfangen. Das, ja, machen wohl offensichtlich ganz viele, habe ich mir sagen lassen. Aber wie gesagt, das ist dann der Morgen, dann fahre ich ins Büro. Dann kommt es darauf an, ob ich gerichtliche Termine habe. Wenn ich gerichtliche Termine habe, muss ich die natürlich wahrnehmen. Und mittags fahre ich nach Hause und mache eine Mittagspause, wie jeder andere auch. Und in der Regel fahre ich gegen 2:30 wieder ins Büro und bin dann, je nachdem, wie die Mandanten natürlich Zeit haben und wie Termine vereinbart sind, bis 19 Uhr, manchmal auch bis 20 Uhr im Büro und fahre dann nach Hause. Da bleibt also nicht mehr viel Zeit für Freizeit, weil man dann doch kaputt ist und ein bisschen Erholung braucht. Ja, okay. Haben Sie politische Vorbilder oder gibt es generell irgendwelche Personen, die Sie in Ihrem Berufsfeld beeinflusst haben? Also in meinem Berufsfeld hat es niemanden gegeben, der mich da jetzt beeinflusst hat oder der gesagt hat, du musst jetzt Anwalt werden. Das war eine ureigenste Entscheidung von mir. An politischen Charakteren, ich bin ja nun Jahrgang 60, habe ich in den 70er, 80er Jahren, als man dann sich mit Politik mal beschäftigt hat, habe ich natürlich viele Leute kennengelernt. Nicht Konrad Adenauer habe ich kennengelernt, ich habe Willy Brandt kennengelernt, Schmidt habe ich kennengelernt. Und ich kann eigentlich gar nicht jemanden nennen, den ich jetzt bevorzugen würde. Ja. Ich finde es nur notwendig, dass die Menschen geradlinig sind und auch Politiker geradlinig sind und versuchen, das, was sie denn auch verkörpern, zu vertreten. Und das imponiert mir immer am meisten, und deswegen finde ich es, kann ich also jetzt nicht konkret sagen, wen ich da jetzt speziell nennen wollte. Ja. Ihr Wahlkampfspruch lautet ja, Lohne kann mehr. Ja. Was meinen Sie damit? Was bedeutet das? Also, wir müssen erstmal konstatieren, dass natürlich Lohne ganz viel schon kann. Nicht? Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sind die führendste Wirtschaftskraft im Kreis Vechta und haben natürlich durch die wunderbar florierende Wirtschaft, die wir hier haben, einen besseren Background als viele andere Kommunen hier im Landkreis Vechta und können uns auch einiges leisten. Aber was mir so am Herzen liegt und was mich umtreibt, ist einfach die Tatsache, wir können mehr, wenn wir Transparenz brauchen in der Politik. Wir können mehr, wenn wir uns um Jugendliche kümmern müssen. Wir können mehr, wenn wir beispielsweise ein Spaßbad haben wollen. Ja, also solche Themen, da kann man drüber nachdenken. Ja. Und wie gesagt, das ist Lohne kann mehr, was ich damit meine. Also ich möchte eben erreichen, dass wir nicht auf diesem Stand, wo wir sind, bleiben, ja, und alles nur verwalten, sondern wir müssen nach vorne schauen. Mhm. Wir müssen sehen, was wir aus Lohne in 20 Jahren machen wollen. Soll das so bleiben, wie es jetzt ist, oder wollen wir eine Perspektive für alle eröffnen und mitnehmen auf diesem Weg, ja, dass wir Lohne in 20 Jahren schildern können? Und dafür brauchen wir eine Vision,
Ob ich diese Vision liefern kann, vermag ich nicht zu beurteilen, aber zumindest will ich diese Vision schaffen und nicht alleine, sondern mit allen, die in Lohne hier Interesse daran haben, daran mitzuwirken. Ja. Und welche Qualitäten, würden Sie sagen, bringen Sie mit, um Lohne zu führen? Also ich bin, was ich eingangs ja schon gesagt habe, offen. Ich bin offen gegenüber jeder Mann, jeder Frau und bin der Auffassung, man muss jedem, mit dem man spricht, auf Augenhöhe sprechen. Mhm. Es gibt nicht das Verhältnis, wir da oben, wir die da unten, sondern wir müssen mit allen auf Augenhöhe sprechen. Und wenn man mit allen auf Augenhöhe spricht, bin ich der Überzeugung, kann man mehr erreichen. Mhm. Und dieses auf Augenhöhe sprechen, das will ich, wenn ich Luna Bürgermeister werden sollte, verkörpern. Nicht, dass ich mit jedem sprechen kann und auch jeder zu mir kommen kann, der Sorgen und Nöte hat. Ganz egal, was er macht. Welche sind Ihrer Meinung nach denn die größten und dringlichsten Veränderungen, die Lohne jetzt nötig hat? Ja, was sind die größten und dringlichsten Veränderungen, die Lohne nötig hat? Also natürlich ist immer wieder die Innenstadt im Gespräch. Mhm. Das ist aber, glaube ich, sicherlich eines der großen Themen, die uns umtreibt. Was viel wichtiger ist, wir müssen angesichts der Tatsache, dass die Verlegung des Vermietermarktes beschlossen ist, müssen wir Sorge dafür tragen, dass wir ein Verkehrskonzept entwickeln, das es ermöglicht, den Verkehr abfließen zu lassen und dass es zu keinem Verkehrschaos in Lohne kommt. Und das wird sicherlich eine der Aufgaben sein. Eine weitere Aufgabe wird sein, dass man den Menschen ermöglicht, möglicherweise, nicht nur möglicherweise, sondern dass man ihnen ermöglicht, dass sie ein Eigenheim schaffen können. Wobei man auch den Menschen sagen muss, dass die Systeme, so wie sie früher in Lohne funktioniert haben, wo wir Grundstücke von 500, 600, noch mehr Quadratmetern an den Mann oder an die Frau gebracht haben, dass das nicht mehr geht. Wir müssen versuchen, und das wird auch die Zeit zeigen, dass wir auf weniger Raum mehr Wohnraum schaffen. Und das ist eine der Aufgaben, die sicherlich sehr schwierig wird umzusetzen, weil eben das Land dafür fehlt. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein, dieses Land zu beschaffen. Mhm. Okay. Haben Sie denn auch eine Herzensangelegenheit, die sofort umgesetzt werden sollte? Also wenn man Träume haben darf und man darf ja als Politiker auch Visionen haben, dann würde ich mir wünschen, dass wir morgen ein Spaßbad hätten. Ja. Man muss aber dazu sagen, wir haben in Lohne zwei Hallenbäder, die allerdings in kreiseigen sind. Es sind also Hallenbäder, die jetzt vom Kreis betrieben werden. Und ich bin der Auffassung, dass wir natürlich unter dem Vorbehalt, dass man es überhaupt finanzieren kann oder auch das Land beschaffen kann, denn es bedarf ja einer Fläche, um das Spaßbad finanzieren, unterbauen und auch der Finanzierung. Ist es erforderlich, dass wir das aber zumindest in Planung nehmen können. Also man muss ja eine Idee haben, ob sie dann umgesetzt werden kann, ist natürlich zu prüfen, keine Frage. Aber wenn wir keine Vision mehr haben, dann können wir uns, glaube ich, gleich begraben. Ja. Meiner Meinung nach muss die Lohner Innenstadt ganz dringend wiederbelebt werden. Wie wollen Sie das denn machen? Ja, das ist ein Thema. Die Frage hätte ich eigentlich gar nicht hören wollen. Das ist nämlich eine Sache, die schon seit 10 Jahren in Lohne vorherrscht. Und alle Beschwerden, was heißt Beschwerden, kann man nicht sagen, aber alle stellen immer wieder die Frage, wie wir es dann schaffen können. Ja. Ich mache keinen Hehl daraus. Ich habe es bedauert, dass der Vermietermarkt an die Stelle dort gelegt worden ist, weil ich seinerzeit einfach die Auffassung vertreten habe, dass ich, wenn ich meinen Wagen oder meinen Einkaufswagen voll habe, dann sehe ich eigentlich keine Veranlassung mehr, noch in die Innenstadt zu gehen. Nicht, warum sollte ich in die Innenstadt gehen? Was uns antreiben muss, ist, dass wir ins Gespräch kommen. Dass wir ins Gespräch kommen mit allen Beteiligten. Das sind also die Eigentümer, das sind die Gewerbetreibenden und natürlich die Verwaltung, die im Ergebnis dort ein gemeinsames Konzept entwickeln muss. Wir müssen es schaffen, dass wir in Lohne ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Das heißt also, wir müssen eine Idee entwickeln, dass uns von Vechta, von Steinfeld, von Dinknagel abhebt. Ja. Nicht, es soll ja sein, dass die Leute nach Lohne kommen. Mhm.
Wenn ich den gleichen Laden, den ich in drei anderen Städten auch habe, kommt keiner nach Lohne. Ist jedenfalls meine Überzeugung. Vielleicht täusche ich mich da, aber ich glaube, das ist eine Überzeugung, die sich durchaus belegen lässt. Und da ist es wichtig, dass wir in jedem Fall eine Idee haben, wie wir das umsetzen wollen. Man kann darüber nachdenken, und das ist auch durchaus erlaubt, und ich halte es auch für einen guten Gedanken, wir machen Lohne zur Kulturhauptstadt des Landkreises Vechta. Nicht, dass wir im Grunde Kultur in Lohne ansiedeln, also in der Innenstadt ansiedeln. Nicht? Ja. Ich bin vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen noch mit meiner Frau im Schnurr gewesen. Da arbeiten Handwerker im Schaufenster, sage ich jetzt mal, und stellen da Schmuck her und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles fromme Wünsche und jeder wird mir womöglich sagen, das ist Quatsch. Ja. Nicht? Sowas braucht man nicht in Lohne oder kann man gar nicht umsetzen. Aber auch da zählt es meiner Auffassung nach, dass wir eine Utopie haben müssen. Und wenn wir eine Utopie haben wollen und eine Idee haben wollen, dann müssen wir alles denken. Und da darf man nicht auf bestimmte Ideen nur beschränkt sein. Und wir müssen da auch die Ideen aller zulassen. Und insbesondere, was ich immer wieder fordere, wir müssen alle mit ins Boot nehmen. Ja. Nur bietet auch, würde ich sagen, außerhalb von so Sportangeboten nur sehr wenig für Kinder und Jugendliche. Was wollen Sie denn für uns Kinder und Jugendliche ändern? Ja, also für Kinder und Jugendliche habe ich, das habe ich ja auch in einigen Posts jetzt auch schon deutlich gemacht, zunächst mal halte ich es für ganz, ganz dringlich, dass wir Jugendliche an der politischen Willensbildung beteiligen. Ob man das in einem Parlament gestaltet, ob man das in einem Gesprächsrahmen gestaltet, der meinetwegen alle Vierteljahr oder jeden Monat stattfindet, das kann mal dahingestellt bleiben. Wichtig ist, dass wir erstmal die Jugendlichen überhaupt beteiligen am Entscheidungsprozess, dass sie ihre Wünsche äußern können und dass dann diese Wünsche auch umgesetzt werden. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, wir haben jetzt im Moment, das ist ja in Lohne der Schützenhof, der an die Stadt Lohne zurückgegeben wird im Rahmen der Vereinbarungen zwischen dem Lohner Schützenverein und der Stadt Lohne. Man könnte überlegen, den Schützenhof, der jetzt so eine Gaststätte ist, vielleicht wieder als Partyschuppen wieder auszubauen, weil das war ja nämlich mal vor 20, 30 Jahren eine große Kneipe, wo also viele Jugendliche dann auch hingegangen sind. Und gut, das ist nur eine Idee. Aber letzten Endes muss man sagen, hat Lohne ja schon einiges für Jugendliche getan. Es ist gerade die Pumptrack gemacht worden. Aber das ist natürlich auch nur für speziell für einige Jugendliche. Jeder ist nicht gerne mit Skateboard unterwegs und das muss man einfach so sagen. Und da hoffe ich und erwarte ich auch, dass eine Jugendbeteiligung, eine politische Jugendbeteiligung zielführend ist und dass wir da die Chance haben, endlich dann auch was für die Jugendlichen zu tun. Ja. Und jetzt fassen Sie dann aber in einem kurzen Satz zusammen, warum wir Lohnerinnen und Lohner Sie wählen sollten. Also mich sollten Lohner und Lohnerinnen wählen, weil ich der Auffassung bin, die notwendige Transparenz bringen zu können, die endlich in Lohnespolitik gehört. Ich wünsche mir, dass Bürgerbeteiligung stattfindet, soweit es große Vorhaben gibt. Bürgerbeteiligung ist ein Maß der Dinge, die ich für erforderlich halte, um die Bevölkerung mit auf den Weg zu nehmen. Es kann nicht sein, dass eine Schar von Politikern im Grunde die großen Dinge des Lebens bestimmen, sondern große Dinge, die für Lohne entscheidend sind, die müssen wir gemeinsam lösen. Und da stellt sich meiner Auffassung die Frage nach Bürgerbeteiligungen. Und diese Bürgerbeteiligung würde ich, und es ist jeweils ein Ziel, wenn ich Bürgermeister werde, dass diese Bürgerbeteiligungen stattfinden. Und das ist eine Überlegung, dass wir einfach mehr die Leute mit auf den Weg nehmen. Was ich eben gerade gesagt habe, Verwaltung ist nicht Selbstzweck. Wir müssen es schaffen, dass die Politik in Lohne für alle und jeder Mann und jeder Frau da ist. Und das ist, was mich antreibt, um Lohnes Bürgermeister zu werden.
Ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen viel Glück bei der Wahl. Ja, danke schön. Und ich würde sagen, nachdem jetzt die drei Meinungen präsentiert wurden, liegt es jetzt an den Wählerinnen und Bürgern, genau. Wer der oder die neue Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Lohne wird. Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch und für das Interview und habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Ja.